Und herzlich willkommen zurück. So. Na komm. Mache deinen Job. Kann ich den nächsten Level gehen? Dankeschön. So. Jütchen, was machen wir denn jetzt mit unserem gerade frisch erworbenen Geld? Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Andererseits ist das hier definitiv effektiver. Fuck you. Wobei es trotzdem effektiver ist. Na, der hätte schon mehr Schaden als die auf Level 1. Also wir hätten hier maximal 2 Level kaufen können. Von daher. So, 1,5 sollten wir bald haben. Da kommt noch ein Monster. Dankeschön. Boom. Das haut ja rein wie Zwiebelgebäck. Keine Ahnung. Wie auch immer Zwiebelgebäck reinhauen möchte, ich weiß es auch nicht. So. Mann, alles nur... Ich will Crit-Schaden. Das ist doch scheiße. Ey, Deadly get to critical click... Was? Hä? Moment mal. Wie sind wir jetzt... Hä? Ich hab doch gerade... Willst du mich gerade verarschen hier? Moment schon mal, was haben wir gerade gekauft? LOL! Yay! Wir haben Crit-Schaden! Nice! Zuppi-duppi! Ja, das ist doch geil! Das ist doch richtig geil! Yay! Zwar erst 3%, ja, aber immerhin! 3% haben oder nicht haben, das ist schon mal heftig, weil wie gesagt, wir kriegen ja pro Treffer den 10-fachen Schaden für den Treffer. Das heißt, ne, wenn man quasi jeden dritten Treffer, was? Genau, also quasi, wenn man so möchte, jetzt stark, ja doch, ungefähr 30 Treffer von 100 Treffer, nein, 3 Treffer von 100 Treffer, hat man quasi das 10-fache. Was heißt, man hat, ja, so roundabout 30 Trefferpunkte plus, was heißt von 100% Schaden bei 100 Treffern hat man statt 100% halt 130% Schaden über 100 Treffer. Das heißt, man hat den... Was? Also, man hat insgesamt im Gesamtdurchschnitt das 1,3-fache an Schaden. Und das ist schon mal nicht schlecht. Denke ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir gerade einfach nur zu viel drauf ein, auf diese 30%. So, euch beide. Click Damage. Jetzt gehen wir wieder schön auf Click Damage. Das ist uninteressant, das ist auch uninteressant. Komm, wir machen hier mal weiter. So, dann können wir mal von 39 gehen. Oh, Level 40 sollten wir auch schaffen. Der Balken geht relativ schnell runter. Kann sein, dass wir noch so ein paar Level kaufen müssen, aber so im Groben und Ganzen sollten wir Level 40 zeitnah schaffen. Da bin ich sehr optimistisch. Doch. Oh, ich freue mich schon, wenn wir Jaggernaut haben. Digga, Jaggernaut wird wieder so die Welt verändern. Er wird uns einen Einblick in eine... Keine Ahnung. Was labe ich eigentlich gerade? So. Lucky Strike. Oh, auch von Alexa. La la la, 100%. Schade. So, genau, hier oben haben wir alles. Das ist sehr gut. Dann bereite ich euch schon mal auf Level 25 vor. Oh, ja gut, okay. Alexa ist ganz schön teuer. So, wie sieht es hier eigentlich gerade aus? Oh, schaut mal gar nicht. Oh, ein Fisch! Yay! Und schon sieht es besser aus. Jetzt schaffen wir es sogar. Nice! Naja, vielleicht nicht ganz. Doch. Ah, es wird eng. Perfekt. So.
1E9 haben wir bald. Denke ich mal, hoffe ich mal. Alter, wie hell es jetzt auch gerade auf einmal ist, weil der Hintergrund gerade so hell ist. Da kriegst du ja direkt, weiß nicht, Blendung. 1E9, ne, hier. 4E7, 1E7, was? So, ja, genau. So, das kostet 1E9 und das kostet gerade, naja, egal. Also auf jeden Fall besser als das hier. So. So, dann kommt als nächstes 8E8. Brauchen wir an Gold. Sehr gut. Gut, du bist irgendwas hier mit Gesamt-DPS? Nö, ne? Schade eigentlich. Schade. Schade, gehen wir zumindest schon mal auf Level 50 zu. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob wir Level 50 schon in der Folge schaffen werden. Wahrscheinlich nicht, aber Level 45 sollten wir auf jeden Fall schaffen. Das dürfte drin sein. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Chapetti ist leider schon am Ende, ne? Die ganzen Gesamt-DPS-Verstärker haben wir schon alle. Schade. Ja gut, machen wir nochmal Level rauf. Bis wir sie auf Level 10 haben. Und damit steht Level 45 wieder direkt vor der Haustür. Sehr gut. Sehr gut. Ich meine, wir sind noch nicht bereit dafür. Wobei, wir haben jetzt gerade eine Goldkiste. Vielleicht sind wir bereit. Ah, nee, nicht ganz. Nee, das wird nichts. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. So schaffen wir Level 45 auf jeden Fall nicht. Acht E9. Oh, das geht ja sogar fast. Obwohl, ah, nicht wirklich. Da müssen wir definitiv noch ganz viel. Oh, ein Fisch. Oh, und schon geht's. Oder? Ne, wie viel? 8E9. 1E8. 8E7. Ne, komm, wir bleiben hier. Das klingt vielversprechender. Na komm, wir brauchen bloß noch hier 1E9. Das kriegen wir doch hin. Es wäre gelacht. Noch ein Gegner? Na, zwei. Buja. Ah, und haben wir den? Komm, doch. Ja, doch, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Wird's vielleicht eng? Ne? Kann also sein, dass der erste Versuch nicht klappt, aber so im Gesamtdurchschnitt. Ah, also kann sein, dass der Versuch jetzt wirklich fehlschlägt. Das sieht mir verdammt eng aus. Ne, der Versuch wird definitiv nichts. Nee, überhaupt gar nicht. Also so überhaupt nicht. Ach komm. Helfen wir mal wieder ein bisschen mit. Weil das ist halt das Problem bei diesem Crit-Schaden, ne? Crit-Schaden ist ja halt eine Wahrscheinlichkeit, das heißt, wie gesagt, da kann man auch Pech haben. Das gehört mit Crit-Schaden leider dazu. Dafür kann man natürlich aber auch auf der anderen Seite natürlich auch Glück haben, das heißt, dass man durch Crit-Schaden, gerade wenn man jetzt gerade einen Boss hat, zufälligerweise genau in dem Moment ganz viele kritische Treffer landet und man damit dann, da sind die Fische größer geworden oder habe ich die einfach nur so ultra klein in Erinnerung? Der ist ja, die sind ja riesig. Lol. Aber was soll's. Wo war ich gerade? Genau, wie gesagt, mit den Kritschern, da kannst du also Glück haben bei dem Boss,
Kannst aber auch natürlich Pech haben. So, genau. Ach komm, hier. Danke, danke. Rotes Auge, blaues Auge. Ach, alles nur ein Schaden, ey. Ist doch kacke hier. Ist doch voll Billo. So, danke. Ach, ich würde also gerne Hintergrundmusik anmachen. Aber das Problem ist, egal was ich anmache, immer wird alles von YouTube weggestrikt. Wir können mal ganz kurz im Hintergrund gucken. Ich habe mit so einem. Ich weiß, es gibt von YouTube selber so eine Playlist, ich habe aber damit noch nie gearbeitet. Also wirklich noch nie. Ich weiß nicht mal, wonach ich das jetzt suchen muss. Ich gehe einfach mal direkt bei YouTube das ein. Ja, komm mal rein. So. Warum fährst du mich immer raus? Hä? Das hatte ich heute schon mal gehabt, dass er mich hier einfach rausgeschmissen hat. Das verstehe ich jetzt auch schon gesagt nicht wirklich. Alter, ich dachte gerade, dass sie ihre Mutter ist. Aber, ich meine, die sieht dafür viel zu jung aus. Oder ist einfach nur so ein falscher Blickwinkel gerade? Keine Ahnung. Ja. Deswegen mag ich es, wenn ich persönlich angemeldet bin, weil was YouTube allgemein vorschlägt, was das hier für alles für ein Dreck, Alter. Gott. Aha. Sieht schon gleich viel besser aus. Das ist übrigens geil, by the way. Und das sieht mir, by the way, auch. Kenne ich sogar noch gar nicht. Ist aber schon 6 Jahre alt. Na gut, egal. Was ich gucken wollte, YouTube-Playlist. YouTube-Musik-Playlist. Mal gucken, was da rauskommt. Popmusik? Nee, das ist definitiv nicht das, was ich suche. Gibt es das irgendwie in Mediathek? Oder, nee, das sind jetzt meine Videos, ne? Genau, das sind meine Videos. Mehr ansehen. Okay, das sind meine ganzen Playlisten. Wie komme ich denn zu dieser Sache da? Filme, Lernhalte, live. YouTube-Presse, Werbeentwickler, Datenschutz. Warte mal kurz. YouTube-Playlist freie, no copyright. Songs. Ja. Nein, Mann! Das, du Arsch! Was ist mit dir los? Ja, Free Music, No Copyright Music, das ist auch wieder so ein YouTube-Channel. Audio Library, so hieß das Ding, genau! Ist aber auch wieder nur ein Channel. Ist also auch nichts Offizielles, oder? Ist das was Offizielles? Halt einfach die Fresse. Ist das etwas Offizielles oder? Audiolibrary.com? Ah, klingt erstmal nicht vertrauenswürdig. Nee, du, da gucke ich mal nochmal weiter. Pop-Songs, ja, leck mich, noch Copyright-Sounds, auch ein YouTube-Kanal, viele Songs in einer Copyright-Playlist. Ist auch alles kacke. Habe ich es da selber noch nie probiert, also jetzt ist ich aktiv in meinen Videos, habe ich jetzt von anderen YouTubern, die gesagt haben, die haben auch so eine Playlisten genutzt und wurden Tropfen gestrikt. Deswegen fange ich mit sowas erst gar nicht an. Aber wie gesagt, ich weiß, es gibt bei YouTube direkt, ah hier, Audiolibrary, YouTube.com. Okay, das schickt mich da direkt zu meinem Studio. YouTube Studio. Gut, mal gucken, wo er mich da jetzt hinschickt. Durch die Nutzung der Audiomediathek stimmst du den Audio-Nutzungsbedingungen der Audiomediathek zu. Willkommen in der Audiomediathek von YouTube. Weiter.
Du kannst den Audio-Katalog nach Suchbegriffen, Künstler, Namen, Songtitel durchsuchen oder Filter verwenden. Weiter. Jeden Monat werden neue Audio-Titel hinzugefügt. Deshalb solltest du immer wieder vorbeischauen. Neues Bild ist fertig. In neuer YouTube-Studio kannst du jetzt die Audio-Mediathek verwenden. Solltest du eine Funktion vermissen, liegt das daran, dass wir noch einige Funktionen von der klassischen Version übertragen. Bis wir alles übertragen, schleck mich. Die Frage ist, ist das jetzt für öffentliche Musik? Da darf ich die jetzt abspielen, einfach so. Einfach komplett, kann ich jetzt einfach sagen, Play. Es gibt ja nicht mal ein Play. Oder muss ich jetzt jeden Titel einzeln abspielen? Klingt schon mal echt geil. Aber ich habe jetzt. Ne, ich will jetzt hier nicht alles einzeln ab. Ah, wenn ich jetzt hier unten. Okay. Und ich mach noch Däumen. Warum gibt es keinen Lautstärkeregler? Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Media Player, wenn er nicht mal einen Audio-Lautstärkeregler hat? Weißt du, alles gibt's jetzt sogar hier Position, aber kein na, dann kann ich, weiß ich, Audio Media Player Mediatek Classic Media Player. Kostenlose Musik, Soundeffekte. Okay, weitere Informationen, Nutzungsbedingungen. Ja, laber doch nicht. Ich möchte einen Player haben, einen Music Player, du Wichser. Du Soundeffekte. Ja. Kostenlose Musik. Ich meine, es ist ja schön, dass ich immer eins abspielen kann, aber wie gesagt, es gibt hier wieder Lautstärkeregler, weil es ja wirklich nur als Vorhörer, also als zum Reinhören gedacht ist und nicht zum Musik hören, wahrscheinlich. Das heißt, wenn ich die wirklich abspielen möchte, dann muss ich die gesamte Musik jetzt komplett downloaden, um sie mir dann in den Audio Player meiner Wahl zu schieben. Ist natürlich relativ super umständlich. Warum bieten die nicht direkt den Audio Player an? Wo du einfach sagen kannst, Play, stellst deine Lautstärke ein und das war's. Was ich mal probieren könnte, Play. Hier was. Okay, damit bin ich so noch nicht ganz zufrieden. Dann muss ich sie dann irgendwann mal downloaden, die gesamte Musik hier. Wie viel gibt's überhaupt? 1 von 30? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und schon sind es mehr. War doch klar. Jetzt zeigt auch an, hier 1 von 100. Von vielen. Wow. 1 bis 100 von vielen. Also das ist die beste Beschreibung deiner aktuellen Position überhaupt. Also überhaupt. Was bist du? Hilfe. Ein AdSense-Konto für Zellgruppe einrichten, YouTube Geld verdienen, YouTube. Gott. Lass mal. Gucke später mal nach. Jetzt weiß ich ja so ein bisschen, wo ich das finde. Ich hoffe, ich hab's im Verlauf. Ja. Genau, mit der Take. Okay, aber jetzt weiß ich zumindest, wonach ich suchen muss. Sehr schön. Okay, das ist doch schon mal ganz geil. Gut. Dann machen wir hier mal wieder Vollbild. Haben wir ein bisschen Geld verdient währenddessen. Ist natürlich sehr schön. Na gut, so viel war es jetzt auch nicht. Warum nicht? Na, ist auch egal. Gut. Dann können wir bald mal irgendwie dann. Muss ich mal gucken. Ein bisschen Musik downloaden. Kann ich eigentlich sogar schon. Eigentlich schon auch hier im Hintergrund machen. Die Dateien dürften nicht allzu groß sein. Sollte relativ schnell gehen. Andere ich meine Library, muss mich verarschen? Fuck, also doch das Falsche. Audiomediathek. Das da. Runterladen. Ach, jetzt zeigt das mir auch an. Okay. Das heißt, ich muss da wirklich erstmal gucken, ob ich auch alle die Dinger verwenden darf. Interessant. Aber er downloadet es gleich. Finde ich mal ganz geil. Aber kurz, wie war denn die andere Ansicht? Weil da war ja ein Lied, was mir direkt schon gefallen hat. Das ist genau die Ansicht hier. Mit dem moderneren Studio. Das hat mir von Soundtag gefallen, diese eine Optik da. Direkt am Anfang.
Das habe ich mir doch schon angeguckt. Was ist das, mich verarschen? Wie kommt das hier nochmal? Weg! Schließen! Du bist doch bekloppt oder was? Titel herunterladen. So, aber hier zeigt das mir jetzt nicht an, ob ich das benutzen darf oder nicht. Oder wie jetzt. Oder darf ich hier einfach alles benutzen? Ach, YouTube, warum immer so kompliziert? Weitere Informationen. Nutzungsbedingungen mit Lösungen erhalten Musik unterliegen der YouTube-Nutzungsbedingungen. Der Musik aus der Mediathek ist ausschließlich für die Nutzung in deiner Videos und anderen von dir erstellten Inhalten bestanden. Du kannst Musik aus der Mediathek in Videos verwenden, mit denen du auf YouTube Einnahmen erzielst. Okay, gut. Also, das Einnahmen erzielen ist für mich illegal. Nee, das Einnahmen erzielen ist für mich egal, aber halt überhaupt Musik, damit ich überhaupt Musik abspielen kann, die halt nicht weggestrikt wird. Das ist ja das, worum es mir geht. So, öffnen. Mit welchem Player öffnest du es jetzt? Mit MPV? Ja, sehr schön. Perfekt. Das ist vielleicht ein bisschen sehr leise, ich mache mal 50. Es ist übrigens nicht linear, MPV nutzt ein logarithmisches. Auch was ich sehr geil finde. So, so. Okay. Sehr schön, das gibt 2 Minuten gerade mal. Ich werde dir mal ein paar Sachen sagen, was er die downloaden soll. Kann ich nicht einfach eine Batch-Download starten und einfach sagen, alles downloaden bitte einmal, danke? Oder kann ich hier mehrere Sachen miteinander markieren? Nee, markieren geht auch nicht. Geht das hier bei dem hier? Ah nee. Na ja gut, ein paar Lieder habe ich jetzt gedownloadet. Können wir immer mal ein bisschen starten. Geht jetzt die Liste? Nee. Okay, ich zieh jetzt auch nicht mehr. Sehr schön. Okay. Gut, sieht das schon mal geil oder schlecht aus? Jetzt weiß ich gerade nur nicht. Könnte sein, dass es doch tatsächlich viel zu laut ist? So viele Fragen. Falsche. Audiomediathek. Was da? Geht das hier bei dem hier? Ah ne. Ich einfach eine Batch-Download starten oder einfach sagen, alles download. Okay, also mit 50 ist ein bisschen sehr laut. Ich glaube, dann lasse ich das wirklich mal so auf 25. Ja, also 26, 30. Ist ja logarithmisch. So sollte es auf jeden Fall dann passen. Muss ich nur dran denken, die Musik jedes Mal zu starten. Aber das sollte das kleinste Problem sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Okay, weiter im Text. Ah, Level 50? Doch, schaffen wir. Ach, wird sehr eng. Ne, das schaffen wir nicht. Okay, dann machen wir mal hier BAM. Das sacre leck. Alter, selbst mit den beiden Dingern schaffen wir es. Ne, haben wir. Obwohl, doch, wir haben relativ Lust. Ich versuche mal direkt normal zu starten hier. Vielleicht schaffen wir es ja. Oh, Fisch! Pff, was war das gerade für ein Geräusch, Alter? Herrlich. Komm, schau mal locker. Ja, easy. Kein Problem. Boom, Dicky. Das ist ja hier. Alter, jetzt tut mir gerade mein Hals weh. Was war das gerade für ein Geräusch, Alter? Bin am Stern hier. 5E11. Ah, dauert noch ein bisschen. Oh mein Gott. So. Ronix. Okay. Was? Nein! Ach, ist ja. Mein Nickname. Wie nennen wir uns denn überhaupt? Weil der Name Ronix ist ja jetzt schon vergeben. Dann nenne ich mich jetzt Walker. Ach komm, ganz klassisch. Ronix. Let's play. Sieht aber scheiße aus. Let's play. Sieht auch scheiße aus. Perfekt.
Klingt sogar einigermaßen nice. Xenor. Klingt tatsächlich gar nicht mal so schlecht, Xenor. Ne, wenn man das einfach so jetzt die Buchstaben an sich nicht betont, sondern einfach nur so lapidar sagt, so Xenor, klingt doch gar nicht mal so schlecht. Akzeptiert. Find the Clan. Clan. So, Search. Genau. Ach, sogar schon 280.000. Okay. Request to join. Your request has been sent. Sending la 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 la. Ah, muss ich dann später machen, außerhalb der Aufnahmen. Da muss ich dann nochmal meinen alten Spielstand laden. Ja. Leider kann man halt immer pro Browser nur eine Session haben. Ich meine, ich könnte natürlich auch jetzt auch dem Browser sagen, dass ich quasi im Browser mehrere Benutzer habe. Ich weiß nicht, ob es dann auch mit den Cookies läuft, dass ich dann quasi auch in den Spielen dann getrennte Benutzer habe. Aber es wäre halt noch cooler, wenn das Spiel an sich quasi sowas wie eine Benutzerverwaltung kennt. Ne? Aber ich glaube, das wäre einfach zu viel verlangt. Es wäre noch schöner. Ha. Vielleicht gibt es ja bei der Version 1.13. Wer weiß. So, würde ich mal sagen, das soll es für diese Folge auch erstmal gewesen sein. Siehst du schon jetzt nämlich die Musik aus, hab vergessen, das nächste Lied zu starten. Ich würde mal sagen, download ich erstmal ein bisschen Musik. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann.